Hallo, coole Fünferin und hallo Zuschauer, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Monster Hunter. Ich bin immer noch hier ein bisschen am Aufnehmen. Also konnte noch nicht die Kommentare lesen nach der Puke-Folge. Aber ich habe beim Spiel gesehen, wir könnten uns theoretisch einen Barothammer machen. Dafür müssten wir entweder 9 Knochenhammer machen oder unseren Kulo-Hammer zurückmachen. Da hier unten. Barothammer. Der gibt uns 10 mehr Verteidigung, aber hat Minus-Affinität. Heißt, manche Schläge von dem sind nicht so stark, wie sie sein können. Ich weiß nicht, ob wir Plus-Affinität oder lieber Minus-Affinität haben. Ich muss sagen, der Kulo-Hammer klingt immer noch ansprechender. Die 10 Verteidigung sind halt echt praktisch. Aber darum werden wir uns kümmern. Sollten wir auch allgemein mal machen. Nämlich Ausrüstung verbessern. Und wir gehen auf die Rüstung. Genau. Da können wir... Ach, ist eh schon auf Stufe 2, genau. Aber wir können noch, glaube ich, 7 weitere Rüstkugeln reinmachen. Genau. Und die dann aufs Maximum verbessern. Muss halt dann zwischen den Folgen wieder dann neue Rüstkugeln farmen. Aber so hat es doppelt so viel Verteidigung wie vorher, wenn ich die 7 Rüstkugeln da reinmache. Das ist es mir wert. Weil dann halte ich auch ein bisschen was aus mit der Knochenrüstung für eine Weile. Und die Handschuhe sind auf jeden Fall das Wichtigste bei der Knochenrüstung. Der Rest ist mir gar nicht so wichtig. Aber die Handschuhe haben halt dieses Lama-Bonus. Lama, eher gesagt. Mit dem man Monster einfacher umwirft, wenn man sie am Kopf trifft. Oder betäubt. Das ist sehr cool. Hornmeier ist drauf, dem Hüftring brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, aber hey, wir haben genügend Rüstkugeln, um die Rüstung komplett zu upgraden. Und haben ganz viel Verteidigung und das nehme ich gerne hin. So, jetzt haben wir hier ganz viel Verteidigung und die Rüstung komplett geupgradet. War ein bisschen teuer, aber hey, was soll's. Würde ich gerne haben. Und Mordado hat irgendeine Quest bekannt gemacht. Achso, ja. Klar, Mordado und Winterkracker müssen die Quest auch wieder für sich erstmal starten. Und wieder bis zu den Monster spielen. Ich werde es versuchen, so unauffällig wie möglich zu machen in Zukunft. Bap! So, jetzt habe ich den Zukunftssammel kurz unterbrochen, weil wir haben noch kurz Zeit und ich kann einmal kurz in die Wildturmödnis gucken und uns da ein bisschen umgucken und ein bisschen Erze und Material sammeln, weil wir brauchen einige Knochen dort und Erze vielleicht auch, wenn wir welche finden. Genau, bei Winterkracker ist eh gerade noch eine Weile weg. Und da kann ich die Zeit kurz nutzen, einfach Zeit mit euch zu verbringen. Es ist das erste Solo-Multiplayer-Let's Play der Welt. Es ist echt stressig, das kann ich sagen. Aber ich mache das super gerne, weil ich das Spiel halt über alles liebe. Und ich habe einfach so ein Gefühl, dass ihr mich alle irgendwann hasst einfach nur. Das tut mir weh. Und das Let's Play irgendwann nicht mehr gut ankommt. Aber hey, solange die Leute, die zuschaut, Spaß haben, ist alles gut. Glaube ich. Ach man, nein, ich will nicht so depressiv sein. Ich freue mich, dass ich Monster Hunter spielen darf. Ich freue mich, dass wir jetzt in die Dingsödnis gehen dürfen. Wildödnis? Heißt die einfach Wildödnis? Ich glaube schon, steht ja gleich nochmal da. Zack, da sind wir gelandet und wir sind in der, komm, Name, Wildturmödnis. Warum heißt die Turm? Wegen diesem Turm, der da oben stand. Hier, das da. Da war doch so ein riesiger Turm. Ah, das da. Das ist der Wildturm. Ist das der Wildturm? Und deswegen heißt die Wildturmödnis. Nehme ich mal an, ja. Okay. Heißt dieser Pfeil, man kann da reingehen? Kann man in den Turm rein? Ich will in den Turm reingehen. Ah, gut. Wir haben auf der Karte zumindest die rechte Ecke und die Ecke links oben noch nicht erkundet. Und ich glaube, wir haben auf der ersten Map sogar alle Lager gefunden. Es gibt gar nicht so viele. Ich hatte die ganze Zeit im Gefühl, da ist so ein Albino-Hase. Oh Gott. Da, den will ich fangen. Den will ich fangen. Ja, ich habe ihn. Oh, die sind selten. Pilotenhase, ein seltenes Tier, das nur an sonnigen Tagen erscheint. Angeblich soll es Reisende, die sich verlaufen haben, leiten. Oh, perfekt. Kelbis kann ich damit auch angreifen. Die droppen dann auch ihr Kelbi-Stuff meistens. Oder auch nicht. Das ist einfach weggerannt. Ich habe schon mal ein Kelbi damit gehauen und das hat sein Zeug gedroppt. Ich schwöre. Ich verspreche. Okay. Cool. Was brauchen wir alles hier? Das ist eine Quest, glaube ich, diese Kakteen irgendwann zu sammeln. Ich weiß noch nicht, ob ich sie schon habe oder noch nicht. Oh, guck mal. Das ist ein alter Mann. Und da ist wieder dieses Gekritzel am Boden. Ach, das ist wahrscheinlich wieder der, der die Katzen sucht, oder? Liana-Forscher, ja, das ist er wieder. Oh, hallo, willst du mir bei meiner Forschung helfen? Bei meinen schmerzenden Füßen, das ist schön zu hören. Ich bin zwar kein guter Läufer, aber ich weiß viel über das Ökosystem. Komm einfach auf einen Plausch zu mir, wenn du etwas wissen willst. Ja, erzähl mal was. Die Rimmelkühen in dieser Region heißen die Beschützer. In diesem Gebiet finde ich oft Spuren von ihnen. Du bist der Fährtenleser, du weißt also, was zu tun ist. Nimm ihre Fährte auf und lass dich von Spähkäfern zu ihrem Wohnort führen.
Ach, wäre ich doch nur etwas jünger, bei meinen gebogenen Zehennägeln, dann würde ich mitkommen. Und hast du die Sprache von den Katzen jetzt gelernt von den anderen? Erzählt er mir natürlich nicht. So, da ist noch ein Gekritzel. Ich weiß gar nicht, ob das Gekritzel immer so in die Richtung zeigt, wo die sind oder nicht. Also sobald ich den ersten Strich da rechts voll habe, dann kann ich dir zeigen, meine Speerkäfer, glaube ich, genau, wo ich hin muss. Pflanzenfresser-Eier, okay. Brauche ich jetzt nicht, aber danke. Da ist noch ein Gekritzel. Zack. Noch ein bisschen was. Dann können wir der Forschung folgen. Da ist am Boden eins. Sind wir schon da? Haben wir es schon gefunden? Nee, es führt hier nur auf die Ebene. Ich habe das Gefühl, dass in der Nähe Grümmer Kühnspuren sind. Kann ich die schon markieren? Ja. Guck, kann ich jetzt einfach sagen, okay. Meine Käfer sollen mich jetzt immer zu Spuren führen. So finden wir die Katze, glaube ich, ganz schnell. Und das ist ja eigentlich nicht der Grund, warum ich hier bin. Aber ich sage nicht nein. Aber kann ich die eigentlich fangen? Ja. Eisenhelmkrabbe. Cool. Einfach so eine kleine Insektenfang-Käfer-Tour können wir jetzt jedes Mal machen, wenn wir unterwegs sind. Ist doch richtig cool. Habe ich so eine schon? Das sind solche so Alarmgeber-Libellen. Die werden rot, wenn ein Monster in der Nähe ist. Omenfliege, genau. Der Schwanz dieses Insekt leuchtet normalerweise weich, wechselt aber bei Gefahr zu einem strahlenden Rot. Guck mal, ich bin einfach selber schon ein Forscher. Ich kann euch alles erzählen. So, das Kritzel haben wir. Haben wir eine Käfer. Das ist echt cool, dieses Feature mit dem Weg finden. Und mehr wissen, dass man... muss einfach oft Monster oft bekämpft haben, dann kann man es aber viel einfacher finden. Obwohl ich sehr verwirrt bin wegen einer Sache, das zeige ich euch dann nochmal, wenn ihr bei Gelegenheit aufs Monster-Lexikon gucken. Dann weiß ich nämlich Bescheid. So. Da sind Fußspuren. Nehmen wir einfach mal mit. Warum nicht? Aber wir folgen weiterhin unseren Kritzeleien. Weil die werden uns hier einfach ins Ziel bringen. Okay, jetzt müssen wir aber ganz schön weit laufen. Ist da ein Barot gewesen? Ich habe gerade irgendeinen riesigen Rücken gesehen. Solange es nur ein Barot und kein Diablos ist, soll es mir recht sein. Ja, das ist nur ein Barot, der chillt da. Okay. Den nehme ich gerne hin. Da ist Gekritzel. So, es fehlt aber noch so ein, zwei Gekritzelspuren, bis ich... Fußspuren... Ja, sind wahrscheinlich von ihm, ne? Gut, dass ich genau dran vorbeigeführt werde. Barot, Stufe erhöht. Greift er seinen Kopf da so ein bisschen dran? Oh, keine Ahnung. Solange er mich nicht sieht, soll es mir recht sein. Käfer. Meiner. Und... ach, Tatsache, man kann hier rein. Nein. Oh. Ich dachte, man kann hier rein. Meine Käfer... oh, doch! Hier! Kann man einfach runterspringen. Wow! Ein bisschen in Eingeweide gesprungen. Cool. Okay. Nehmen wir mal die Knochen hier mit. Sogar ein seltener. Felsknochen. Oh, die brauche ich auch für einige Hämmer. Zack, sind das andere Ameisen? Irgendwie Rotameisen? Trägerameise, okay. Weil sind auch nochmal seltene Knochen. Da sind nochmal Kritzeleien. Okay, wir haben es bald geschafft, die Suche. Unser Ziel ist gefunden. Zack, Monsterknochen, Felsknochen. Sehr schön. Großes Gekritzel. Ja, so werde ich halt ein bisschen über die Map dann auch in Zukunft laufen und immer Materialien sammeln und so, wenn wir es brauchen. Aber das erste Mal so die neue Map zu erkunden, da nehme ich euch super gerne mit. Da ist sie. Da chillt sie einfach. Oh, die ist ja süß. Ist ja gar nicht so wie dem Urwald. Sieht ein bisschen anders aus. Die anderen sind noch nicht zurück. Ich muss sie suchen. Hallo, wir sind von der Forschungskommission. Ist hier etwas geschehen? Forschungskommission? Ach, die in dem seltsamen Haus. Die anderen Beschützer und ich sind zu diesem Versteck zurückgekommen, aber auf dem Weg zurück hat uns ein Barot angegriffen. Die anderen gerieten in Panik und wir wurden getrennt. Ich habe gehört, deine Leute sind gute Jäger. Hilfst du mir, meine drei Freunde herzubringen? Oh, Gottes Willen. Es wäre mir eine Ehre. Also ich rede beide Katzen einfach gleich. Egal, Katzen klingen für mich auch gleich. aber vielleicht trauen sie euch Unbekannten nicht, wenn sie euch kommen sehen. Benutzt euer Fangnetz, um sie zu erwischen, bevor sie weglaufen. Seid behutsam. Wenn ihr alle drei gefunden habt, bringt sie her. Bitte, helft meinen Leuten. Fange drei Beschützer. okay. Den darf ich schon mal nicht fangen. Oh, machtsam. Sehr gut. Dann kann man Dämonenmittel und so weiter machen. Und ein Götterkäfer. Hängen immer seltene Sachen bei den Dörfern von den Katzen. Und Schleuderfackel, die brauche ich jetzt nicht. Wie komme ich jetzt wieder nach oben? Hallo? Ich bin einfach ins unendlich tiefe Loch gefallen. So. Ihr freut euch bestimmt immer noch jedes Mal, wenn ihr mir unter den Rock gucken dürft. Ich kann die jetzt auch nicht mehr markieren, ne? Doch, ich habe immer noch eine Spurensuche für Beschützer. Okay. Ist ja ganz gut. Vielleicht finde ich die ja nun so.
Noch weiter nach unten? Ach, jetzt sind wir hier. Ah ja. Ah, die Katzen wohnen einfach in dem Wildturm. Genau. Haha, ich habe mir den Namen gemerkt. Und das ist ein Erz. Sehr gut. Nehmen wir auch mit. Die Map ist eigentlich ziemlich simpel aufgebaut. Ich würde auch sagen, die ist kleiner als der Wald. Spontan. Ich weiß es nicht wirklich. Aber die ist... Also... Keine Ahnung. Also die Level-Designer verdienen das größte Lob, was es gibt. Allein so ein Ausblick hier gefällt mir ultra gut. Und jetzt muss man ja auch irgendwie designen, das Level dann so, dass es halt geht. Das ist da, wo wir den Barot verfolgt haben. Als er weggelaufen ist. Das ist die Stelle, die sieht man einfach von hier aus. Das hier kann übrigens einbrechen. Das ist auch ultra cool. Das habe ich in der Beta richtig oft gemacht. Ja, es kann irgendwie einbrechen, wenn man so einen Vogel abschießt. Die schreien dann immer. Und dann bricht der Boden da ein. Genau, und hierdurch kommt dann der Diablos hochgesprungen. Voll cool, wie die in so einer Kettenreaktion schreien. Ich muss sagen, hier sind echt viele Erze. 4 Stück oder so sind da verteilt. Das ist sehr praktisch. Sollte ich mir merken. Besonders wenn ich mal irgendeinen Erzmangel habe oder so, kann ich da kurz hingehen. Barot schüttelt sich da vorne. Süß. Wurde von einem Barot verscheucht. Ich denke jetzt nicht, dass die jetzt einfach nur auf der Wüstenebene da oben stehen, sondern einfach überall. Vielleicht steht hier in dem Nest einer. Hallo? Ist hier eine Katze? Wahrscheinlich sieht die mich vorher, bevor ich die sehe. Und dann rennt sie nur weg. Ist es noch markiert? Ist es vielleicht entmarkiert worden, die Katzen? Ach, die sind entmarkiert worden. Führt es mich jetzt nur zum Lager oder zu den Katzen? Okay, das führt nur wieder hier zu dem Lager. Aber ich rede nochmal mit der und frage, ob er vielleicht weiß, genaueres weiß. Ich kann nicht mal mit ihm reden. Hier ist eine kleine abgetrennte Höhle. Vielleicht ist hier eine der Katzen drin. Oh, und hier ist ein Lagerplatz. Okay. Falsche Hoffnung. Aber ich kann hier ein paar Fische fangen. Blub. Da auf der Karte, da auf der Karte, da auf der Karte sind so 2 Hasenohren. Also diese Katzen mit den Hasenohren abgebildet. Da unten. Ah, dann war das grüne Symbol doch richtig. Oh. Ja, gehen wir ganz langsam ran. Papp. Einen haben wir. Okay. Sehr gut. Und Ratian kämpft gerade gegen... Dings. Kulu Yaku. Sehen wir da unten auf der Map gerade. Okay, eine haben wir. Sehr gut. Sehe ich die allgemein auf der Karte vielleicht? Ich kann hier so durchschalten. Ja, ja, da sehe ich eine. Und da links sind auch noch welche. Ah, wir haben sie. Wir sehen sie auf der Karte. Okay. Das ist ja einfach. Ah, die guckt mich an. Zack. Nähere dich ihn unauffällig. Ich weiß nicht, ob das jetzt unauffällig genug war, aber wir haben ihn gefangen. Das ist alles, was zählt. Oh, und guck mal, wie viele Erze hier unten sind. Eigentlich muss ich nur an allen einmal vorbeilaufen, damit es markiert wird, aber wenn wir schon dabei sind, sammeln gehört dazu. Das ist wichtig, damit können wir unsere ganzen Waffen upgraden. Oh, schaut mal, wie cool es hier aussieht, wenn es so dunkel ist. Also, wenn Nacht ist. Ah, ich liebe das Spiel. Das habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie in jedem Part gefühlt einmal gesagt. Aber es, keine Ahnung, man kann so schön in das Spiel versinken und Zeit verschwenden und es gibt so viele Sachen zu tun. Und dann gibt es halt auch das Monster-Grinden, was viele nicht mögen, aber ich bin damit auch vollkommen zufrieden. Ich finde es auch irgendwie gewiss, hat seinen Anreiz. Ach, ich mag einfach alles an dem Spiel. Aber ich kann es verstehen, wenn Leute auch nicht mögen, das Spiel. Wenn es ihnen mit den ganzen Monster-Grinden zu schwer oder zu nervig ist und so. Also man muss ja nicht immer grinden, aber wenn man halt eine Rüstung will oder eine bestimmte Waffe, braucht man manchmal ein paar Teile. So. Dann ist... Boah, die Katze. Ach, die guckt gerade weg. Ja. Gut. Pow! Wir haben alle. Okay, Beutezug ist abgeschlossen. Gehen wir den in der Stadt ab oder reden wir mit der anderen Katze? Ich weiß es nicht. Ich guck noch mal kurz vor. Oh, guck mal, Ratian, hallo. Oh, der ist der Käfer. Sehr gut. Goldherkudrome. Glänzender Käfer, der Glück bringen soll. Nachtaktiv ist der. Ach so, deswegen habe ich den nicht gefunden, weil, wo ich das erste Mal hier war. Habe ich nämlich schon mal gesehen. Jetzt haben wir den auch. Sehr gut. Ob ich die Goldherkudrome auch in mein Haus einfach setzen kann als Pet? Bestimmt. Mache ich. Selten. Aber jetzt wisst ihr, welcher Baum es ist. Jetzt könnt ihr die auch finden.
Ich brauche das Gekritzel nicht mehr, Spiel. Aber sehr nett. So, guck mal, wie viele da jetzt sind. Hat also geklappt, unsere Quest. So, dann krabbeln wir hier kurz durch und dann, hallo. Danke, meine Freunde sind dank dir in Sicherheit. Solltest du jemals Hilfe brauchen, werden die Beschützer diesen Gefallen gerne erwidern. Das ist mir außergewöhnlich. Achso, mal unsere. Das ist mir außergewöhnlich nett. Nimm dies auch noch. Ein Zeichen der Freundschaft, ein Schild als Treueband, das Herz der Beschützer. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Passt auf euch auf, Krieger der Forschungskommission. Du hast das Palico-Gadget Schildspitze erhalten. Okay. Unser krammelkühne Kumpel mal hier meint, er wird uns beim Forschen helfen. Ach, Eskorte. Okay, ja. Wenn ich in der Welt jetzt die Katzen auch treffe, dann helfen die mir auch immer in Missionen. Aber ich glaube auch nur, wenn ich alleine unterwegs bin. Ah, ist jetzt cool. Jetzt haben wir eine extra Katze mit ihrem langen Speer, die mit uns rumläuft. Sehr cool. Und wir haben die Barot-Rüstung von der Katze gar nicht angeguckt, ne? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück. Und dann gucken wir mal, was wir alles ausgeben müssen. Oh, meine Radio-Forschung ist ja gerade perfekt. Gucken wir mal, was wir ausgeben müssen und was wir für Upgrades kaufen können. Auf zum Handelshof. Die Katzenquest war dieses Mal aber viel schwerer als in der ersten Map. In der ersten Map musste ich halt wirklich nur eine Katze kurz hinterherlaufen und hatte es fertig. Jetzt musste ich ja hier suchen ohne Ende. Und guck mal, wie viele Erze wir haben. Oh, der Traum. Erze habe ich, glaube ich, jetzt erstmal gut ausgesorgt. Ich fände es schade, aber dass man bei Erzen nicht mehr Rüstkugeln bekommt. Dass ich jetzt sehr auf diese Nebenquests angewiesen bin. Weil die mache ich nicht so gerne, wie einfach stumpf Erze abzubauen. Muss ich sagen. Naja, vielleicht gibt es ja noch eine andere Methode, an Rüstkugeln ranzukommen. Und ich kenne die noch nicht. So, genau, dann gehen wir erstmal unsere Forschungen hier ab. Enttäusch mich nicht. Da sollten wir einige Beutezüge abgezogen haben für die 3 Beschützer. Schnurtrupp-Gutschein kriege ich auch noch. Ah, guck mal, nett. Noch ein Schnurtrupp. Geh zu den Beschützern in deren Siedlung. Ah ja, war auch eine Quest-Jammer. 4 Pflanzen gesammelt habe ich. Jetzt haben wir 12-mal Förderplätze. Dann haben wir 12-mal Knochenhaufen. Sehr schön. Wir haben 2 neue Untersuchungen. Kann ich mal gucken. Die sind ganz cool, die sind halt so zufällig, was halt gut ist und was nicht gut ist. Fange mache ich zum Beispiel ultra ungern, deswegen zack, weg damit. Erjage ein Barot. Keine extra Info, Ortsinfo, Bonus Sammelpunkte. 8-mal kann ich die Quest machen, man kriegt ein... Nee, bei Barot will ich einen Goldbonus haben, sonst lohnt sich das nicht. Genau. Ich habe noch die Vespoiden-Quest, da muss ich einfach zu 20 Mücken mit einem Netz abschießen. Dafür kann ich mir aber aus denen eine Rüstung basteln, die ganz lustig aussieht. Und für Pukai-Pukai habe ich mir eine aufgehoben. Falls ich da noch irgendwas sammeln möchte von dem. Na gut, holen wir uns ein paar Beutezüge. Und nehmen auf jeden Fall die mit großem Monster mit. Große Monster fangen. Ja, lass... Ich weiß nicht. Nee, ich lösche die. Gibt ja halt nur einen Punkt. Das Fangen werde ich jetzt erstmal nicht machen. Gehen wir wieder jagen. Kleine Monster töten, ja. Das macht bei mir aus Versehen nebenbei. Und Flora mache ich am ehesten als das andere. Insekten sammelt man echt selten. So, Honigbräu noch ein bisschen und Pilze brauche ich auch noch zu bringen. Okay. Und haben wir noch Lieferungen? Ja, um die Lage auszubauen. Da brauche ich Vespoid-Panzer. Haha, wie gesagt, jetzt müsste ich welche von denen sogar jagen. Und fürs andere Lager brauche ich was vom Ratian. Monsterschuppen, Schuppen und Monsterknochen L. Die droppt der Anjanat und Ratian wahrscheinlich auch. Okay. Also die Lager kann ich noch nicht bauen, aber wir wissen, was wir brauchen. Muss ich nur mal Vespoiden töten. Aber es ist alles so Offscreen-Zeug. Das ist echt nicht spannend. Vertraut mir. Vertraut meinem Urteil. So. Ihr könnt, ja, hier könnt ihr mir noch eine Sache erklären, wenn ihr es wisst. Gehen wir mal kurz hin. Genau, Zora Magdarus hat ja jetzt ein Update. Da, bei den Forschungsstufen. Entwickelt sich diese Spur... Was heißt das? Ich verstehe es nicht. Also das... Nicht das grüne, sondern das rechte, der gelbe Bereich. Spähkäferstufe. Warum ist überall meine Spähkäferstufe 1? Wie bleibt, geht es immer wieder langsam zurück, wenn man länger nicht das Monster sucht und Spuren liest? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Und warum hat der Pukai 4 Stück? Die verstehe ich überhaupt nicht. Weil ich habe so viele Großjagdraske verfolgt und Spuren gelesen. Ich habe die auch auf Stufe 3 an sich. Aber die Spur ist einfach Stufe 1 und das verstehe ich nicht, warum. Weil wenn es Stufe 2 und 3 ist, wird es mir halt direkt auf der Karte angezeigt. Ziel und Status werden auf der Karte angezeigt. Vielleicht ist es immer, geht es immer wieder zurück, wenn man es länger nicht jagt oder so. Ach, wir können mit unserer Katze noch reden. Okay. Hallo.
In der Wildturmödnis haben wir uns mit den Beschützern angefreundet, weißt du noch? Er hat mir beigebracht, mit Kestodons zu sprechen. Anscheinend bin ich ein Naturtalent. Wenn wieder eine Herde begegne, nutze ich meine Chance, damit sie zum Schnurtrupp kommen. Hoffentlich lässt sich gut mit ihnen arbeiten. Im Feld würde ich Kopfstöße lieber vermeiden. Ah, er kann als Kestodons zähmen. Gute Katze. Kann ich den goldenen Käfer als Haustier platzieren? Nein, kann ich nicht. Okay. Aber Trägerameisen könnte ich, ja. Ich habe aber meinen Pilotenhasen, den kann ich platzieren. Guck mal, der ist pink. Oh, nice. Okay, jetzt haben wir ein seltenes Haustier. Finde ich gut. So, jetzt wieder zurück zur Folge. Ui, der Gelehrte wurde von seiner Eskorte getrennt und ist noch nicht aus der Wildturmödnis zurückgekehrt. Jetzt müssen wir ihn suchen. Sicher, zumindest hat er zumindest Fußabdrücke hinterlassen. Hoffentlich ist das alles, was er hinterlassen hat. Ja, Körperteile wäre nicht so gut. Neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Da diese lila Quests sind auch immer extra nervig, um mit Freunden zu spielen, weil man immer vorher noch was machen muss, bevor das Monster auftaucht. Aber sobald man das zweite Mal reinschaut, ist das ganze Anfangszeug dann weg. Das ist also ganz angenehm. So. Möchte ich einen Gutschein nutzen? Ich habe halt 5 Gutscheine. Ich sollte einen verbrauchen, aber ich glaube, ich setze beim Barotten mal einen ein. Und wir nehmen die Quest an. Ein junger Gelehrter wurde in der Wildturmödnis von seiner irgendwas. Ich habe den Text nicht lesen können so schnell. Egal, die Frau hat ja gerade eben gesagt, was passiert ist. Ein junger Gelehrter wird vermisst und wir sollen ihn finden. So, dann bezahlen wir mit Geld. Und holen uns ein Fleischgericht, genau. Hallo Kätzchen. Gucken wir uns nochmal die Kochanimation an, weil die so schön ist. Zack, Deckel drauf. Einmal umrühren und ein Kraut drauflegen. Perfekt gekocht. Lecker. Ich glaube, in so einem 3DS-Teil haben sie immer sowas gesagt, was wie lecker geklungen hat. Ah, ich glaube, das war beim Fleischbraten. Lecker. Kam da immer so. Fand ich immer cool. Quest aufbrechen. Ja, ich bin bereit. Heute geht's mal ein bisschen schneller los. Keine lange Vorbereitung, aber das liegt halt daran, dass Maudado und Winterquick auf mich warten. Und deswegen will ich nicht zu viel Zeit vertrödeln in der Folge. Weiß gar nicht, wie ich dann auf 40 Minuten komme. Egal, vielleicht dauert die Jagd ja lange. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. Ja, ich nehme vorher nochmal hier ein bisschen Zeug mit, wenn ich schon was bekomme. Nullbeeren, simple Schreikapsel, Schleudermunition, die ohrenbetäubendes Geräusch ausstößt. Ah, cool. Oh, die ist praktisch. So, das ist für Monster, die irgendwie vergraben sind unter der Erde. Sowas wie ein Diablos. Ist sehr praktisch, sowas. Steine, Feuerkraut, brauche ich alles nicht. So, wir müssen erstmal jetzt hier suchen. Finde den verschwundenen Gelehrten. Wird erledigt. Ups, da sind Fußspuren. Da sind sie. Das muss die Spur des Gelehrten sein. Ja, aber war nur ein Ding. Gucken wir uns weiter um. Cool, dass es die Maps auch bei verschiedenen Tageszeiten gibt. Was ist das da? Warte. Was ist mit den Spähkäfern los? Oh, die sind blau. Blaue Spähkäfer sind, heißt bei großer Gefahr. Und ich kenne die Stacheln auch. Wer die Beta gespielt hat oder mein Video zur Beta gesehen hat, könnte erraten, von welchem Monster die Stacheln sind. Was ist das? Wie seltsam. Die Spähkäfer haben irgendetwas. Ja, von welchem Monster könnten diese Stacheln nur sein? Der ist hier noch weiter entfernt als der Anjan hat als Ziel. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht hier. Das habe ich ja noch nie gesehen. Da ist eine Kröte. Die will ich nicht. Da hängen noch Stacheln. Zack. Die nehme ich mit. Muss gleich noch kurz Pause machen. An der Tür hat es geklingelt. Aber. Was? Buch? Achso, von dem Gelehrten. Wollte eigentlich die Ausdauerschnecke da haben. Wohin führt ihr mich, Insekten? Achso, zu der Spur von dem Gelehrten wahrscheinlich. Ah, ja. Okay. Das ist auf jeden Fall die Spur eines Gelehrten. Hat die jedes Mal was gesagt? Ich glaube schon. Klebriger Schlamm? Okay, wird gesammelt. Zack. Und wieder der Frosch. Was will ich von dem bei dem Frosch? Ah, ne, da drüben. Folgt schon der falschen Spur aus Versehen. Da vorne. Oh, guck mal, da sind noch mehr von den Stacheln. Und da sind diese Papageien.
Na gut, die sind schon weggeflogen, bevor ich überhaupt probiere, die zu fangen. Und das sind diese Fische, wovon ich 7 fangen muss für die Küche. Töten. Aber das ist eine eigene Quest, deswegen zählt das jetzt nicht. So, ist hier noch mehr? Kann ich die markieren, die Spur von ihm? Vermisster Gelehrter ist markiert. Okay. Haben meine Käfer, haben... Achso, ich bin im Kampf, genau. Im Kampf verschwindet die Spur, das muss ich noch irgendwie lernen. Das verwirrt mich jedes Mal. Da runter. Ups, da waren Fußspuren. Aber die Spur zeigt weiter. Na gut. Dann halt ohne Fußspuren. Gehen wir einfach nach da vorne. Ah, da steht er ja. Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie ein... Barot? Ein ziemlich durchspickter Barot, der ein gewisses Monster scheinbar getroffen hat. Er darf mich nicht finden. Er darf mich nicht finden. Ich habe ihn gesehen. Nein, der Juratodos, der hat den Barot nicht getötet, das war... Juratodos. Neues Ziel. Jage den Juratodos. Keine Sorge, ich habe den Gelehrten in die Sicherheit gebracht. Okay. Ja. Ich wäre, glaube ich, aber auch traumatisiert, würde mich der Gigante angreifen. So, hallo. Da sind die Jäger versammelt. Meine zwei Jagras-Kollegen. Oder Maudado, die bunte Mischung. Ja, ich bin hallo. Gestylt. Hallo. Erstmal sieh dir meine tolle Waffe an. Ja, Winterquick hat die Barot-Waffe gemacht. Stimmt, kannst, zieh's mal. Okay. Ah, also es bleibt sogar dran, das alles. Ich dachte, das wäre so eine Schwertscheide. Meine Waffe an. Da ist jetzt vorne so ein bisschen Eisen. Alter. Oh, nice, geupgradet. Ich habe immer noch denselben Hammer. Oder ich habe jetzt wieder einen Hammer, eher gesagt. Und wir kämpfen gegen den Juratodos, ein sehr nerviges Fischmonster, was man am besten eigentlich aus diesem Sumpfgebiet rauslocken sollte, damit man einen einfachen Kampf hat. Mit der Kreierplatte hier. Wir lassen Zombie das machen. Okay. Was soll ich machen? Der lockt den jetzt raus und dann töten wir ihn. Ich weiß nicht, wie man Monster... Ja, also das Monster nicht zum Bett. Aber ich mach so und dann... Wow! Habt ihr den Move gesehen? Ja. Okay. Kommt der jetzt zu uns? Nein. Warte, ich schieße mal an, okay? Okay. Ich schwinge hier einfach ein bisschen rum und versuche ihn zu mounten. Ja, hab ihn gemountet. Wenn er gemountet ist, könnt ihr ihn gut treffen. Der macht beim Rumschwimmen, er schafft ja immer die ganze Zeit Plattformen. Die könnt ihr benutzen, auf jeden Fall. Um gut zu treffen. Was ist so lustig, Maudado? Ich weiß nicht, wir stehen hier nur rum. Was sollt ihr denn machen? Bei dem komischen Fisch. So, warte, ich kaue ihn gleich auf den Kopf. Wenn es gut läuft, nachdem er sich geschüttelt hat. Und... ja, da ist er umgefallen. Perfekt. Oh, nice. Okay, perfekt. Kann man dem den Schweif abhauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es immer deine Frage ist, Winterköcker, aber ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich hau ihn einfach auf den Rücken, auf eine Flosse drauf. Dann verkrüppel ich ihn und dann kann er nie wieder schwimmen. Okay, und ich hau weiter auf seinen Kopf drauf, damit man schön sein trauriges Matschgesicht sieht. Wasserwaffen sind hier ganz gut, aber wir haben noch keine Wasserwaffen. Ich glaube, aus ihm kann man Wasserwaffen überhaupt erst herstellen. Ah, ich habe seine Kopfpanzerung ab. Sehr schön. So, und was man, glaube ich, auch machen kann, ist, wenn er da unter Wasser ist, oder die Schreikapseln kann man, glaube ich, sollte man verwenden, wenn er eingegraben ist? Okay. Ja, jetzt bringt sie gerade nichts. Ich habe eine geschossen. Ich setz mal wieder. Okay. Ich glaube, meine geht so schnell kaputt, weil es eine Knochenwaffe ist. Ja, ich habe auch einen Knochenhammer. Der kommt zu dir. Ah, jetzt ist er doch gerade unter der Erde. Ah, egal. Zu spät. Okay. Ich gehe ab. Merk's mir. Ja. Piu, piu, piu. Oh, ich habe ihn rausgelockt. Wie dämlich das aus. Aber oh, da du kurz aufhören, auf mir rumzuhacken. Ja, warum? Ach komm, warum hat der den Schlag nicht getroffen? Dummer Fisch.
Der hat einfach instant immer wieder seinen Schlamm auf sich drauf, ne? Ich hab den schon zweimal vom Kopf abgeschlagen, den Schlamm. Drittes Mal. Ja, dann kann ich dich auch aus deinem Dings werfen? Oder geht das nicht? Aus meinem was werfen? Generell umwerfen, das kannst du ja mit dem Hammer immer. Ja, du kannst mich so schlagen, dass ich schon leicht unterbrochen werde. Achso, nur verzögert. Ja. Warum greift er gerade nicht an? Weil ich ihn, keine Ahnung, der wird immer die ganze Zeit von mir durch die Gegend geworfen, so ein bisschen. Ich habe irgendwie gerade 5 voll aufgeladene Schläge gemacht, ohne mich zu bewegen. Ja, der ist echt eigentlich relativ ruhig. Gehen wir einfach hier hoch, komm. Das gehört, glaube ich, zur Map dazu. Und wenn er hier hochkommt, dann hat er kein Wasser mehr, wo er reintauchen kann. Doch, eigentlich schon, aber nicht mehr so viel. Oh Gott. Ah, er steht ja eh gerade rum. Kann ich hier rutschen? Ja, kann ich. Der taucht. Ja, ja, aber er muss ja zu uns kommen zum Angreifen. Sollten wir einfach ausnutzen. Oh. Okay, wir können ihn da ruhig ein bisschen dabei hauen. Der ist echt ungefährlich eigentlich. Ja. Okay. Wirkt nämlich echt gefährlich. Ja. Nein, der chillt doch nur. Guck, der schwimmt hier ein bisschen. Er schafft da irgendwelche Erdplattformen dabei. Spuckt ein bisschen Dreck. Das Übliche. Oh Gott, das ist so Matsch. Will ich nicht rein. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Der greift irgendwie immer nur auf Distanz so ein bisschen an. Oh, jetzt hat er Winterquicker erwischt. Ja. Gönnen wir mal eben einen Trank. Ja, aber ist ja gut, wenn du da oben bist. Oh, ich habe ihn wieder rausgenockt. Oh, shit. Jetzt kommen die Schläge, das ganze Hammerprogramm. Oh, ich liebe es, diese Kreiskombo durchzumachen. Die habe ich früher nie eingesetzt. Ist die neue in World Leute, Chat? 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 Kommentare? Chat, hallo? Hype? Leute, das war alles nur Kappa. Mann. Ach Mann. Wohin geht er? Ach, da ist auch Sumpf. Warum ist der Sumpf so groß? Ich weiß es nicht. Was wälzt sich da hinten? Eine Sumpfmap hier. Ach, ein Babot, hallo! Oh, den hat er getötet in dem anderen Ding. Nicht er. Ich? Nee. Die Forscher sagt, das war nicht der Jura-Todus. Und dann ist er nur verstört. Ach so, aber der Jura-Dubi hat den gegessen. Ja. Oder zumindest unter Wasser gezogen. Und wir machen es natürlich alles nur für die, als Rache für den Barot, der gegessen wurde. Ja. Ja, wir sind nämlich Tierschützer. Ja, das sind wir doch echt, dachte ich, in der Lore. Ach komm, ja, bleiben wir hier oben. Komm, dann ist er der Mega-Loser. Ich weiß gar nicht, ob er ein Land nerviger sein kann. Guck dir das an, der hat nur 2 Füße. Ja. Nur ein Trottel. Trottel. Hat er versucht, ich wollte gerade sagen, hat er versucht zu tauchen, aber wo taucht der? Guck mal, der schwimmt im Sand. Alter. Warum kann der das? Würde ich auch gerne können. Nein, jetzt hat er es gecheckt. Ach so, wenn er das macht, dann reibt er sich nur mit Zeug ein. Tut er da ihm dabei weh? Nee, wirft nur ganz leicht zurück. Ich hab ihn! Alter! Das war ein nicer Mount. Oh, ich glaube, er wirft dich gleich ab. Oh Gott, wieder abgehen. Mit R2 kannst du dich festhalten, wenn du siehst, dass er so wackelt und so. Jetzt wieder. Oh, hier liegt Material von dem auf Boden. Ja, oh, hat mich, also mein Ausdauer irgendwie nicht so geil, du. Ich hätte gerade eine Schuppe gedroppt bei mir. Oh, wo denn? Willi, ich muss die auch alle aufheben. Auch dir. Warte, die lag. Ich sehe es hier, so ein weiß, so weiß. Genau. Ja, Jura-Todus Maria-Material. Eine Flosse habe ich bekommen. Möchte bitte nicht eingematscht werden. Ich hoffe, man kann mit dem. Oh Gott! Entschuldigung. Ah, da. Ich kann ihn nicht angreifen, weil sein Kopf im Matsch hängt. Oh, hier liegt noch eine Schuppe. Ich will ihn nicht wegstecken. Achso, ich drück die falsche Taste gerade, hups. Jetzt hat der Matsch genau drauf geworfen, ich kann es nicht looten. Aber jetzt ist er natürlich im Boden, genau die eine Sekunde, wo ich nicht da bin. Ah! Aua. Hat er euch beide. Ich hätte gerne den Loot. Da. Achso, da, ja, ich seh's. Nein, ich
probiere seit 3 Minuten den Loop zu heben. Hä, das ist doch einfach nur einmal kurz Kreis drücken. Ja, aber dann wurde, stell dich nicht an. Wurde eine Tonne Schlamm auf mich geschleudert, dann wurde ich dreimal durch die Luft geballert und wo ist das Problem? Aua. Kann der jetzt aufhören? Er schwimmt einfach durch den Stein. Ich hab keine Heilung mehr. Hallo? Ich will, dass er jetzt einmal so untertaucht, dass ich das nochmal machen kann mit der Schallbombe. Nein. Na, komm her, Fischi, Fischi. Macht der, reibt er jetzt wieder seinen ganzen Körper im Matsch? Ja. Ja, solange man ganz am Rand steht, kann man einfach gemütlich draufhauen dabei. Aua. Wie oft mein erlittener Schaden reduziert wird. Ich hab einfach Glück. Ja. Und dicker Schlag auf den Kopf. Ich schärf mal eben. Okay, ich laufe ein bisschen durch den Matsch. Er humpelt. Ach, ich kann den Schlamm von ihm auch aufsammeln. Ah ne, das ist eine Spur hier. Oh, ich bin drauf. Alter, Maudado will, dass wir jetzt gewinnen. Okay. Ich glaub an dich, Maudado. Du schaffst das Mountain. Ja, rastet aus. Naja, halt dich so viel fest, wie du willst. Lass dir Zeit. Darf mir keine Zeit lassen? Genau, ja, beeil bitte, dich. Mach bitte hin, Maudado. Wir haben nur noch eine Minute. Wie oft muss ich denn noch? Ja, yeah, man muss da schon so ein bisschen drauf. Oh Gott. Oh, er dreht durch. Oh, meine Ausdauer ist leer. Oh, hab ich? Ja, ja, du hast es geschafft. Nice. Danke, Winterkicker. Kein Problem. Los, Winterkicker, Sprungangriff. Sprungangriff. Oh, wir haben irgendein Teil gebrochen. Ja. Er guckt auch gerade. Oh, ich habe nochmal rausgenockt. Nächste Tür. Ich bin gerade Damage-Maschine. Ah, schade. 100 Aufladeschläge in Folge. Guck mal, er ist sogar so verwirrt, dass er nicht mehr wegläuft. Ja, ich habe ihn ja gemountet, als er weg wollte. Und jetzt steht er einfach nur noch da. Ja, er ist gerade erschöpft, glaube ich. Ja, ja, Sabbat. Würde ich auch nicht nochmal weglaufen. Ah, hier ist eine Erschöpfungskröte, komm. Ja, ja, ja. Und zack! Er wollte gerade weglaufen. Ach, ist immun dagegen? Hey! So nicht! So, wer ist enttäuscht? Hör den Maudado! Flieg! Ich komm! Dafür musst du jetzt extra springen? Hab ihn! Ja! Wir beide, ne? Du ja, das arme Ding. Ja, mit den Dornen stimmt was nicht. Okay, dann, ach, wir haben noch ein paar Sekunden, bevor ich weg muss. Gut, dann looten wir noch. Ja, ob du Schweife und so nah abtrennen kannst, Winterquicker, es gibt ja so ein Ingame-Lexikon jetzt, ne? Ja, ja. Da steht es dabei. Guck ich aber nie rein. Ne? Ja, du hast ja auch erst jetzt nach dem Kampf was von über den da drin stehen. Ach so. Vorher steht ja noch nichts da, du kanntest es ja nicht. Oh, da ist eine Blume. Ich brauch zwei. Blühbeere. Ich brauche noch zwei Pilze. Hier wachsen welche. Uno. Und du. Spuren. Toll, meine Schallbombe hat so viel gebracht. Dann schieße ich euch damit ab. Was seid ihr überhaupt? Da. Schall. Besiegt. Okay, dann bis später. Wusch. Okay, Leute. Cool. Haben wir die Mission geschafft, kriegen wir wahrscheinlich wieder eine Cutscene. Haben wir den Jura Tudos besiegt? Heißt er so? Jura? Hat er Jura studiert? Jura Tudos? Ich glaube schon. Das Bild. Ah ja, Jura Tudos. Jura Todos. Jura Todos. Nicht Tudos, sondern Todos. 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 Okay. Echt wenig Sachen. Aber wenigstens ein Aquabeutel und eine Rüstkugel. Aber echt wenig Loot. Okay. Muss ich mitleben. Verlassen. Vielleicht machen wir uns sogar von dem die Rüstung. Und wir sind Jäger Rang 4 geworden. So. Du kannst jetzt das Element deines Kinsekts ändern.
Das Element des Konsekts kann jetzt in der Schmiede geändert werden. Oh, das ist für Maudado gut. Und unsere Karten. Schatzsammler, gefallene Monstermaterialien gesammelt. Da wird der Köcke auch zwei gesammelt. Die Karte habe ich nicht verdient. Vier Teile zerstört. Drei verursachte Betäubungen. Und Maudado hat Schleuderschütze. Monstertreffer mit der Schleuder. Fünfmal. Sehr nice. Haben wir die Jagd geschafft. Und es geht voran in der Story. Kommt alle her. Wir können sofort beginnen. Ach, wir sind wieder vertont. Sehr schön. Ich bin da. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Ja. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Die große Schlucht? Das große Tal hinter dem Wildturm? Korrekt. Daher habe ich einen Vorschlag für euch. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Lasst mich ausreden. Das Terrain der Schlucht eignet sich perfekt dafür. Eine bessere Chance werden wir nicht bekommen. Hört sich gut an. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich länger. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus! Mit der Unterstützung der Fünften haben wir die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir erhalten haben. Meinst du, du könntest... Alter, was hat der da für eine Rüstung? Ja, Meister der Jagd, das bin ich. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Wir müssen einen Drachenältesten fangen. Wegtreten! Wie cool! Oh, nice! Oh, dann kämpfen wir ja bald schon gegen den Zora Magdalo. Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Okay, dann reden wir mal mit dem Chefbotaniker. Und gucken wir mal, was er uns zu sagen hat. Aha. Tja, da ist es. Der Anjanat hat es in sich. Du solltest dich also gut vorbereiten. Und jetzt zum Geschäftlichen. Ich habe dich gerufen, weil wir hier in der botanischen Forschung ein kleines Problem haben und auf deine Hilfe angewiesen sind. Wir entwickeln hier in der botanischen Forschung Spezialwerkzeuge, die wir gerne zur Standardausrüstung für alle Jäger machen würden. Aber dieser Tobi Kadachi im Wald hat alle unsere Versuche zunichte gemacht, die nötigen Materialien zu sammeln. Kannst du dich darum kümmern? Hier, nimm das. Es ist das erste Werkzeug, das wir fertigstellen konnten. Ich hoffe, es wird dir helfen. Wir haben nicht noch mehr davon. Arbeite nicht zu hart, okay? Aber nur, wenn du dich da um unser kleines Problem kümmerst. Danke und viel Glück. Du hast ein neues Spezialwerkzeug erhalten, der Gillimantel. Spezialwerkzeuge sind Kleidung und Ausrüstung, die dir praktische Fähigkeiten verschafften. So sorgt beispielsweise ein Gillimantel kurzzeitig dafür, dass Monster dich nicht sehen können. Ja genau, ist einfach so ein grüner Mantel, den hat man schon in der Beta gesehen. Den kann man anlegen und ist instant unsichtbar und das Monster lässt einen dann in Ruhe. Das macht er jetzt wahrscheinlich. Los, das Video braucht ihr nicht so lange machen. Jetzt hat er ihn angelegt. So, und jetzt ist das Monster ihn einfach aus dem Blick verloren. Das ist natürlich super cool. Spezialwerkzeuge müssen ausgerüstet werden, können beliebig oft benutzt werden, aber haben einen Cooldown. Okidoki. Verstanden. Gut. Unsere nächste Aufgabe ist die Jagd eines Tobi Kadachi. Wir sollten einen im uralten Wald finden. Okay, als nächstes müssen wir scheinbar einen Tobi jagen. Und das werden wir wieder gemeinsam mit Maudan und Wintercracker machen. Und zwar beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge Monster Hunter. Ich beende mal hier, weil wir die Wüste noch davor erforscht haben. Die Folge sollte sowieso ziemlich lang sein. Und wir gucken uns noch kurz alle neuen Rüstungen und so weiter an, weil wir haben ja ein neues Monster besiegt. So. Ausrüstung schmieden, Rüstung. Wir haben das Jura Todos Set. Das wollte ich noch nicht sehen. Optisch. Alter, kann ich glatt aus Dark Souls sein. Gewässerexperte, unglaublich schnelle, schnellere Bewegung im Wasser, Mistwiderstand, Wasserangriff hoch, Eiswiderstand hoch, okay. Fokus erhöht die Balkenfülltempo um 5% und reduziert die Aufladezeiten um 5%. Das betrifft auch den Hammer. Könnte ganz praktisch für mich sein.
Angriffsboost ist meine Halskette und der göttliche Segen scheinbar auch. Ach so, deswegen kriege ich die ganze Zeit immer weniger Schaden, weil meine Halskette auch einen göttlichen Segen hat. Ah. Genau, und Upgrades müssen wir mal gucken für unseren Hammer jetzt. Aber in dem Pfad kommen wir noch nicht weiter. Da fehlen uns irgendwelche weißen Schuppen. Da oben fehlt noch ein Knochen. Wir können in die Richtung mit Monsterknochen M. Und hier unten könnten wir einen Barotthammer machen. Dann machen wir mal zwei Knochenhammer. Man muss so nicht spielen, aber ich mache es sehr gerne. Ich hole mir immer so möglichst viele Waffen. Ich liebe es einfach, eine große Auswahl an Waffen zu haben. Und die dann einfach benutzen zu können. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel hier noch den Barotthammer machen mit der Verteidigung. Ich möchte und dann ein bisschen weniger Schaden. Mache ich, glaube ich, jetzt auch, wenn jetzt wo der Anjanat und so annaht. Weil, also, soweit ich es mitbekommen habe, der Anjanat soll so die erste richtig schwere Quest sein. Und ab da soll der Schwierigkeitsgrad auch so langsam viel schwerer werden. Also ab Jägerrang 5 oder so hieß es immer, wird es immer schwerer. Und der Anjanat wird ja wahrscheinlich der Aufstieg von Stufe 4 auf 5 sein. Wir sind ja gerade Jägerrang 4 geworden, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und dafür brauchen wir einen Barottschwanz. Haben wir ja sogar. Und einen Barottklaue. Muss ich auf jeden Fall nochmal jagen. Und im Anjanat kann ich einen Feuerhammer dann machen. Oh, das wird ja cool. Genau. Und den anderen Hammer hier, den verbessern wir einfach zweimal und gehen einfach mal den mittleren Pfad entlang. Eigentlich bräuchte ich ja schon vier Knochenhammer gesamt, um in alle Pfade zu gehen. Aber das ist jetzt ja nicht so wichtig. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir einen Tobi Kadachi jagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann.